Wie ihr sehen könnt, sind fast 70% Tanker unter euch, die Algo noch nicht abonniert haben. Von daher, lasst doch auf Ehrenbruder-Basis ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aber nun, Abfahrt! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute am Start wieder Mailand, grüß dich, moin. Peace, moin. Wir werden heute ein bisschen Autoloader daddeln, haben schon den ersten Tank, ihr könnt ihn schon sehen, den AMX-50B, ein wahres Autoloader-Monster, bereit gemacht. Ich bin gespannt, also mit so einem Doppelplatoon-Autoloader kann man schon einiges anrichten. Ja, Mann, 50 ist eigentlich schon immer einer der Panzer, ganz tief in unserem Herzen. Weißt noch damals in der WGL, ui, so auf 50B gespielt, das waren Zeiten, ne? So ein schöner Panzer wirklich. Es war einfach wirklich geil, der Panzer mit, gut, ich muss sagen, ich spiele in Gold Only, einfach um die Schüsse vernünftig, ja, über Distanz anzubringen. Das ist so ja, der generell Hauptgrund. Schüsse vernünftig anzubringen. Ja du, ich muss sagen, außer schwarze Munition gibt es bei mir auch nichts anderes in dem Tank. Man gönnt sich halt manchmal, ne? Tier 10 ist nicht, um Credits zu verdienen, dafür gibt es 8er oder 7er. Tier 10 ist, um die Credits zu verballern. Und ein bisschen Spaß zu haben, muss man ja auch sagen. Ne? Also wenn es so ein AMX 50B Gold Only, lass uns, wohin? Links, rechts? Wollen wir den Cross erstmal abnehmen? Ja, das hört sich gut an. Ja, das hört sich gut. Nicht, haben wir hier einen Scout, der für uns aufmacht? Aber wir haben an sich auch gute Sichtweite. Erstmal Stau hier wieder. Oh, ja, guck mal hier, der LT. LT macht. Ja, der ist schon mal geil. Wenn der jetzt nämlich schön spottet, können wir. Oh ja, oh, die haben langsam einen Heavy da, Super Kong 705. Wenn wir da beide drauf schießen, ist gut. Was immer wichtig ist im Autoloader-Platoon, ist Fokusfeuer. Immer beide auf den gleichen draufhalten. Da kann man so krass einen Gegner gleich rausfokussen. Das ist super wichtig. Ja, gut, ich sag mal jetzt über die Distanz, das ist klar. Wer halt. Warum fährt der Light? Meinst du, der kriegt das safe was auf? Ja, wenn nicht, dann ich. Okay, das ist schon mal gut. Ich ziehe jetzt hier vorne zum Beispiel auf die Straße, weil hier ist dieser Bereich, wo meistens Panzer, oder hier in diesem Bereich, wo meistens Panzer langfahren, runterfahren. Ist doch davon abhängig, wo die Gegner halt langfahren, ob sie ganz hinten die sichere Straße nehmen oder hier vorne am Wasser langfahren. Genau, deswegen, das war die sichere Straße. Ja, alles richtig gemacht, das 705er. Ja, deswegen fahrt bitte niemals hier lang, weil sonst werdet ihr von zwei hungrigen 50B irgendwann mal abgefarmt. Okay, jetzt natürlich mal die Frage, wie lange man sowas abaimt, weil wir sind natürlich jetzt relativ nutzlos. Ja, okay. Der hat es auch super safe gemacht. Das hinter mir hat mich aufgemacht. Ich nehme mich gerade mal ein Stückchen raus. Lass mal an Deckung fahren, der Waffenträger hat mich getroffen, vielleicht kommst du daran. Ich verlege gerade. So, jetzt pushen die Gegner oben, ich muss erstmal ein Stück zurückfahren. Ich hole mal schnell mit den Udes, genau. Ja, pass auf, weil die rechts reinschießen können vom Berg. Die sind schon drauf. Doppelrohr? Ja, also wenn die Gegner da runter pushen, ne, dann haben wir ja voll Clip. Ich habe noch 3 drin. Budget kommen wir nicht ran, ne. Aber ich 1520 auch noch nicht ganz. Ich denke, irgendjemand von denen wird gleich hier hinterher pushen. Jetzt. Na, ne, komm. Komm, Amix, komm. 3 Stück habe ich noch ready. Oh, es kommt. Oh. Ja, dann, let's go. Bin auf Kedder. Reload. Ich versuche ihn zu nehmen, komme aber nicht ganz ran. Auch jetzt weiter. Ah, leider nur getrackt. Okay, kurze Rotation nach hier, die Seite clearen, dann zurück. Können wir versuchen, ich weiß gar nicht. Vielleicht sollten wir gleich hier bleiben, weil guck mal, wir haben ja nichts wirklich mehr. Was hier vorne oben hin und dann können wir einfach mit absnipen. Ja. Richtig, denke ich auch. Wir können ja erstmal reinhalten. Andere Seite sieht erstmal, naja, nicht so gut aus, aber sieht auch nicht schlecht aus. Ja, sie haben 5 Mann da, gell? Gut, das sind viele 8er. Oder ein 10er? Ja, doch, der WZ ist auch die, da. Die sollten sie erstmal halten können. Ja. So, und jetzt die Su, glaube ich, die werden sie einfach nur wegpushen. Oh ja, 50er kommt. Ja, bisschen geschlafen habe ich da. Meiner. Oh, der Udis, der will, ne? Also wenn wir jetzt noch einen Clip rausgeben, könnten wir das vielleicht sogar wieder repushen irgendwann. Weil es sind halt nur 3 Panzer, gell? Gutes Punkt getroffen. Hast du den jetzt? Lol. Saubermann. Okay, ich bin im Reload. Ja, same. Gut, dann wollen wir schon mal aufrücken hier Richtung Haus. Ja. Weil wir sind ja gleich, obwohl, Ja, guck mal, jetzt kommt der 44er. Ja, jetzt gerade. Bist auch gerade im Reload, ja? Ich bin gerade Reload, ja. 10 Sekunden noch. Du, dann könnten wir jetzt vielleicht auch sogar andere Flanke klären, wenn du möchtest. Ja. I like that idea. Den Emil die Schüsse bouncen lassen. Das
Sag ich doch. Muss auf, müssen auch vorsichtig sein, ne? Weil drüben das 277 da im Halldown wartet und der Type halt. Du, vielleicht fahren wir einfach durch die Mitte durchs Wasser. Das wäre vielleicht sogar. Ja, das wäre am allercoolsten. Hier so. Ja, zack, genau. Durch die Mitte. Können wir vielleicht noch den Löwe nehmen? Aber das Ding ist, ich habe meine Taucherbrille vergessen. Geht nicht ganz so gut. Hier wartet noch einer. Okay, hi. Okay, das ging jetzt ziemlich fix. So das ging echt leider ziemlich fix. Ich fahre jetzt mal hier außen lang. Nix abbekommen. Also halt auch nur dreistufiges Matchmaking gegen Achter. Da ist, ja, ne, Feierabend. Wenn wenig Achter einen AP Fehler und macht. Co-KG vorhanden. So, ich ziehe mich jetzt erstmal auf den Type rein. Mach das, dann gönne ich mir den Löwen hier drüben. Jawohl. Okay, 277 lasse ich dir stehen. Hast du noch was? Ah, ich bin noch gerade eh nochmal Reload. 20 Sekunden. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Gib mir den Löwen und dann den Emir. Holen dir den Emil. Oh. Ja. Sag mir nicht, du gehst da jetzt drauf, Algo. Nee, ich bin erstmal im Video rausgekommen gerade. Ah, gut. Naja, okay, fixe Runde. Ich meine, ja, ist okay. Der Emil hier oben ist noch voll HP. Mal gucken, den müsste ich wahrscheinlich rammen oder die Adi trifft ihn. Reload. Jawohl. So, komm, Skorpion. Wenn du vorfährst, ich nehme auch gerne den Schuss für dich. Warte mal. Bist auf mich, dann kann der Skorpion den töten. So, und jetzt fahr vor. Oder WZ fahr vor, genau. Einfach so ein bisschen auf eure HP achten. Wenn ihr sowas seht, ihr kriegt eh nichts mehr ab vom 277, seid kein Anti-Teammate, fahrt vor, nehmt den Schuss, sodass eure Teammates ihn einfach rausnehmen können. Trainiert euer Teamplay einfach ganz genau, das sind alles so Sachen. Schaut auf eure eigene HP, ihr seht, okay, ich habe 1000 HP, das 277 macht um die, sage ich mal, 490, richtig? 440, 490? 94. Ja, 490, also auf jeden Fall, macht euch da keinen Kopf, fahrt vor, nehmt den Schuss und ein anderer Teammate nimmt ihn raus. Der Sieg ist ja im Endeffekt einfach das Entscheidende. Ist aber halt auch das Schöne, ne? Wenn ihr ja mal ihr Fehmarn einen Schuss einsteckt und dann im nächsten Gefecht macht das einer für euch, das ist halt auch das, was das Spiel ausmacht. Und wie ich finde, es wird generell viel zu wenig gelobt. Also, wenn jemand mal eine gute Runde gehabt hat, einfach mal ein Chat-Fan auch mal ein GG, well played oder so. Also, es wird doch, also meiner Meinung nach, viel zu viel gehatet und Cheater und Noob, aber mal geschrieben, ey, du hast mal gut gespielt. Wow, gute Leistung. Passiert ja, zu wenig. Nicht das Typische, was man sonst nach dem Gefecht hört. Ja. Okay, da hast du, ja. Okay, ja, gute Runde. Was waren das hier? 8K kombiniert. Okay, hätte besser sein können, aber ey, die erste Runde, denke ich, läuft. Ist das noch ganz entspannt zum Aufwärmen? Passt das schon mal ganz gut. Okay. Nehmen wir Progetto und Badget? Können wir machen. Dann fahre ich hier den guten Ghetto Progetto. Mal gucken. Ghetto Progetto und ab dafür. Du, wie kommt's, dass du den noch nicht hast auf deinem Account? Ist ein echt nicer Panzer. Also ja, Spaß. Also der ein oder andere hat mich schon mal dahin gedrängt und gesagt, Mensch, Algo, warum hast du kein Progetto? Aber ich habe mich jetzt bis jetzt immer gesträubt, habe mal auf meinem CC-Account das ein oder andere Mal gespielt und muss ehrlich sagen, der Panzer kommt doch in meine Garage, definitiv. Was sagst du zum 8er, 9er? Hast du die mal gespielt? Weil die sind eigentlich auch sehr angenehm. Den Pantera und so, meinst du jetzt oder was? Ja. Ehrlich gesagt, nicht, noch nicht. Also der 9er, der Standard B, macht schon gut Aua teilweise. Ja, das sind echt schöne Panzer. Der ganze Grind ist angenehm, will ich damit sagen. Du musst keine Angst vor haben. Gut, Ergo, wir sind hier gegen, was ist hier los? Die ganze Russen-Made-Invasion hier am Start. Wollen wir mal Hügel probieren oder würdest du eher Gleise oder irgendwas? Ich würde sagen Hill. Kurz Hill anklippen und dann weiter anklippen. Geht's. Anklippen. Ja, dann lass uns mal anklippen. Aber ich gehe auf mal Heat. Auf Heat einfach mal was können. Einfach mal was können, ja. Ich bleib mal auf ABCR wegen Crackshots. Push dich mit hoch. Los geht's. Bam. Ja, Progetto ist schnell. Darfst du gar nicht unterschätzen, ne? Guck mal hier. Ui. Ja doch, aber guck mal hier. Badget ist schneller. Ja, höherer Topspeed, ja. Leistungsgewicht ist, glaube ich, auch nicht so beim Progetto. Um jetzt hier schnell hochzukommen, mal gucken. Ja, 430er lass mal aber im Regen stehen hier. Nee, guck mal hier wieder, Progetto zieht hier den Berg hoch. Ah, jetzt gut, jetzt kommt die Wedge wieder, das ist so. Der Nachbrenner ist aktiviert oder so. Ist halt der Leid unter den Mates. Die beiden Jungs schon hier am Start. Schon schön am Jodeln. Was echt noch ganz interessant ist, ich spiele halt meine Wedge 20-10, also 20 APCR, 10 Heat. Ja, das macht eigentlich auch jeder anders, ne? Ich kenne auch genug Spieler, die einfach nur APCR-only spielen. Ohne Heat. Ich mach breit über links. Jo. Guck mal, weil. Das wird die halt die AT ein bisschen.
Och, nee. Ja, er steht schon mal da. Hab ich ein bisschen gefällt. Okay, ich komme mal zurück und spiele gelegentlich in den Haltern. An sich haben wir genügend Panzer. Oh, um oh, oh! Ey! Junge, was ist los mit dir? Ein Auto, der reinzupushen ist, der hat. Ich bin reload? Gut, ich bin reload. Eieiei, was war denn was mit dem das Kollegen los? Ja, ne? Warst du kein Anonymous an? Doch, habe ich an, aber okay, trotzdem. Okay, ich dachte er, schon, weil er hat er so ganz böse auf dich geguckt. Aber ich meine, was auch oben am Hill steht, hat er einfach gedacht, er fährt jetzt mal vor. Oh, jetzt kommt das nächste. Ich bin ja, noch warte, warte, 70 warte, Sekunden Reload. Jetzt gehe ich erstmal wieder in Reload. Das ist das halt Blöde am Progetto, ne? Wenn die Gefechte so schnell sind, du hast kaum DPM mit diesem Panzer. Ich habe wieder erst nur zwei drin. Ich bin komplett loaded, ich bin komplett loaded. Also wenn ja, er pusht, ja, bin ich ready. Warte jetzt einfach auch nur als Backup, ich war jetzt kurz offen. Du, Algo, ich würde hier drüben sogar jetzt mit Druck machen. Ja, genau, mach mal, das. Unsere ES4 macht hier. Mach das ganz genau. Bin einfach nur da, damit ich da bin. Weisheit mit Algo. Oh, 140er rennt, ich versuche ihn auf Kette zu setzen. Hab ihn nochmal ein Lead gegeben. Oh, das wird ein kritischer Shot. Aber kein Problem. Zack, da ist er drin. Jetzt fahren wir einfach vor. 3 gegen. 2 gegen 100 oder so. Gefühlt. 500, ja. Finish. Reload. Sehr gut, let's go. Werden wir gleich weiter runterfahren? Ich denke, das ist. Oh ja, ja, in die schöne Schlachtergasse. Theoretisch hätte ich jetzt nicht einen einzigen Schuss Heat gebraucht. Dennoch war es eine Frontalsituation, wo ich etwas im Lower Ground war. Deswegen war jetzt eher meine Überlegung, Heat zu spielen. Algo, du brauchst dich nicht rechtfertigen, dafür Heat zu schießen. Nenn's einfach, wer hat, der kann. Okay, wer hat, der kann. Punkt. Jagd, der hat. Oh. Er guckt nicht. Doch, er guckt. Der Kollege hin. Hat er geschossen, FV? Weiß ich nicht. Egal, jetzt kann er nicht mehr schießen. So, ich hab vollen Reload jetzt. Bin durch. Noch einen Schuss. Reload. Ja, ey, ja. Aber was für eine Runde wieder. 4 Minuten und das Team ist einfach mal tot, ey. What? Okay, wer frisst den Jagdschuss? Oh, ich. Nee, noch nicht. Ich stehe hinter der Okay, jetzt fahr ich mal rein. Ui. Ah, jetzt bin ich auf mich fixiert. Mal gucken, ob er den Schuss findet. Die Lücke findet. Nee. War ihm doch zu langweilig. 8 Sekunden. Ja, 907 hat den Schuss gebounced. Ja, super. Oh, schmeckt. Entspannte 4 Minuten, du. Ja. 4 Minuten, 6k Damage für Kills. In der Wedge halt, läuft. Ja, nice. Das ist halt wirklich der große Nachteil an dem Progetto oder auch mit einer der einzigen Nachteile eigentlich an dem Tank. Wenn die Gefechte so schnell sind, dann hast du nichts davon, weil die DPM halt wie Tier 8 ist. Aber ich sag mal, wenn er halt über längere Zeit mal kurz punktuell wirken kann, dann ist er halt mega. Ja? Bam, 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 ja, kurz nachladen, bam, bam, bam. Ja, aber gut, war jetzt hier nicht. Ne? War halt immer bam, bam, bam. Ja. Und keine Pausen, aber ja, 6K. 17 von 17 von 17, so muss das aussehen beim Badget. Ah, 15, 15, top. 14 ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Muss man, also, sonst denkt der eine oder andere, yo, alles klar, ich habe einen Schuss verschossen, jetzt bin ich schlecht. Nein, auf keinen Fall, also. Okay, 2 bis jetzt schon wirklich gute Runden. Ob wir jetzt mit der dritten Runde, hast du Lust auf TVP? Ja, mach mal, Alter. Ich muss sagen, du, TVP an sich, geiler Tank, aber was mich manchmal ein bisschen nervt an dem Panzer, ist die Kanone, die teilweise echt zickig ist. Wo du sagst, baue ich gerade die verbesserte Stabilisator. Was ist das für ein Begriff? Stabilisator, Schmierung ein. So, zack. Ist das jetzt die Direktive oder? Genau, die Direktive, ganz genau. Ah, ja. Okay. Ja. Um nochmal extra ein bisschen Boost drauf zu bekommen. Okay, schön. Also wenige Lights drin, wenige Mediums, das wird auf jeden Fall eine längere Runde werden. Hoffentlich. Das Coole ist am TVP, ne, gegenüber einer Badget beispielsweise, dass du halt sowas wie Minenhügel oder hier Tundra-Hügel, du bist halt nachgeladen, um halt die Lights oder was auch immer hochfährt, gleich zu beschießen. Ne? Ja. Gut, die EBS werden wir nicht kriegen, das glaube ich haben wir abgehakt, aber ein AMX und einen schnellen Progetto, der denkt, oh, ist ja keiner, können wir mal probieren. Dann können wir gleich mal 2800 mitgeben, weil beide Clips zusammen. Wichtig ist halt auch immer,
Autoloader, Medium Platoon, generell Autoloader, du wirst die Leute auf Kette setzen. Gerade wenn die hier den Hügel hochfahren, hat man eigentlich ziemlich gute Chance, die da hinten in der Kette zu treffen. Und dann sitzen sie halt blöd da. Die Adi kann vielleicht noch einhalten oder andere Teammates. Wir sind, müssen dann aber alleine, gell? Sehe ich gerade. Also ein Clip und dann weg. Ist, ja, ich denke, das passt aber noch, ja. 277 kommt noch mit, 57, ja. Okay, sie haben es besonnen. Ja. Ich bin gespannt, wer hier hochfährt. EBR nicht, okay. Boah. Oh, der Leo. Der Leo. Komm. Nee. Komm, Leo, hier ist niemand. Komplett alleine. Alles gut, wenn der AMX da oben bleibt, dann haben wir den Hügel. Oh, sorry, warte, ich fahre hinter dich genau so. Ja, ist okay, dann mache ich den da. Oh, jetzt. Oh, kommt. Jetzt. Ich habe natürlich versucht zu tracken. Ja, ja, ne? Okay, ich bin natürlich spotted. Ja, jetzt unser Leid leider draufgegangen, mal gucken. Hm, was meinst du, wollen wir hier bleiben oder wollen wir uns komplett aus dem Staub machen? Komplett aus dem Staub machen, scheiß drauf. Heavy Flanke. Ja. Oh, ja. Guck ihn der an. Der hat aber ich bring ihn an, fahr zurück, T57, gehen Reload und Abfahrt. Ja, ein Progetto fuhr gerade hoch, da konnte ich nochmal zwei machen. Ja, mach schön, genau. Wenn er okay, EBR jetzt ein bisschen mitdenkt, kann er mir oben gut in den Arsch geben. Ja, ja, uns beiden hier. Ich würde sagen, wir fahren gleich genau. In Richtung 705A da unten, 215B. Ja. Haben auch keinen dicken TD, das passt auch. Ja. Müssen vorsichtig sein, da hat er 1305 im Hintergrund, der kann auch gut austeilen. Progetto verlegt sich auch noch nach drüben. Oder du, wir fahren gleich Einserlinie. Was denkst du denn da? Ja, Einserlinie einfach drüber, S-Kong, wir haben beide richtig. Full AP. Denke mal, das wäre auch nicht schlecht. Hoffentlich gehe ich nicht auf. Ja, noch Glück gehabt. Ah, die haben natürlich gut DPM hier, die beiden Heavys. Aber ich sag mal, wenn wir einen gleich rausfokussen, wir haben ja auch gut HP, die können wir ja auch nutzen. Ja. Gut, nehmen wir S-Conk als erstes? Gleich drauf? Ja, gut, gerne. Beide haben. Auto eben an und Klick. Ja, Mann. Ich glaube, ich eben sie doch lieber so. Reload, ab. Boah, ich bin zweimal abgeprallt, wie geht das denn? Jetzt 60p, ich bin. Ich ramm ihn tot? Nee, nicht ganz. 60p, der hat natürlich auch verschossen jetzt. Boah, jetzt drehen sie alle rum hier. 10 Sekunden. 60er, was war das? Komm raus. Nimm ihn raus, mein Freund. Jawohl, los! Ja! So. Jetzt hat er wieder geschossen. Ja, ne? Gute Nacht. Ich habe 200 AP leider nur. Ganz schön was an Damage gebüßt. Oh, Mist. Ja, ja, okay, pass auf, mein Dekor ist. Genau, bin Reload. Bin gleich durch 10 Sekunden. Halt mich jetzt aber weiter defensiv. Ja. Wir müssen den 60er das jetzt hier machen lassen. Aber ich sehe auch, wir müssen zurückfahren. Okay, ja. Aua. War die ich zieh mich schon mal zurück, Mach das, dann komme ich auch mit zurück. Ich gehe jetzt auf Heat wegen dem hier 57er Turm, damit man da schön man durchschießen kann. Boah, das ging aber gerade hier. Das ging gerade sofort. Keiner ist halt rüber, dann haben wir die Seite verloren. Ja. 60p hätte eigentlich vorpushen müssen. Er hat sich viel zu viel Zeit gelassen, ja. So, bleib hinten, Alko. Der Leo hinten, Vorsicht. Mhm. Patton kommt vorne. Hat geschossen. Ah, er steht komplett halt down, da wo er ist. Scheiße. Aber der 215B schießt mir drauf. Alko, gibst du mir einfach Backup? Ich gehe den Patton an. Ja, ich versuche den EBR zu holen. Gut, ich gehe mit vor. Ah, Mist. Jetzt kommen 60p und die ganzen anderen Konsolen. Ja, ja, sieht nicht gut aus. Ich habe auch nicht gesehen, dass ich nur noch so wenig HP hatte. Schaffst du es noch weg? Nee. Den macht er eiskalt aus der Fahrt. Ja, unser Team lässt sich ja komplett überrennen. Es ist ähnlich wie auf Mean. Wenn du den Hügel nicht hast, dann kannst du eigentlich nicht viel machen, weil der Hügel so viel kontrollieren kann. Aber die Gegner haben das viel besser zusammengespielt als unser Team. Unser Team hat sich echt viel Zeit gelassen und die Gegner einfach ratzfatz durch. Oh. Ah, na gut, das war völlig überrannt hier. Einfach nur völlig überrannt. Gar also, ihr seht Chance. Ja auch jetzt gerade, nur weil man jetzt schon ganz gut in dem Spiel ist. Heißt nicht, dass man Autowin hat, auch wenn man im Doppelplatoon ist oder im Dreifach. Gut, im Dreifachplatoon hätte man es vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr drehen können, aber... Ja, aber ich meine, du bist immer noch 2 oder 3 von 15 und nicht 15 von 15. Ganz genau, definitiv. Spielst. Ja, gut, das ging so schnell. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen hier. Okay. Das können wir so nicht stehen lassen, wie das gerade hier war in der Runde. Das geht besser. Chinesisch, aber Matchmaking. Ja, so gegen Achter, das tut mir fast schon ein bisschen leid. Das tut halt wirklich echt weh, ey. Und vor allen Dingen auch leid, ey. Weißt du?
Mit einem Clip kriegst du ja fast so einen ganzen Achter raus. Ja, richtig. Mit zwei Clips kriegst du fast zwei Achter raus. Ne? Und du lädst nur 20 Sekunden nach, ey. Das tut mir echt leid, Mann. Stell dir vor, so IS3, ne? Der macht 390 in dem Zeitraum, wo du 1200 machst. Schon echt heftig. Aber man legst du einfach hoch oder was? Hier hin und einfach schnetzeln oder willst du rechts fahren? Nee, rechts. So. Okay. Gleich die Heavys oben im Halter und gleich die Heavys in der Anfahrt stören da. Du hast aber auch hier wieder die schönste Kamo ausgesucht für deinen DVP, ja? Oh ja, so ein bisschen weihnachtlich, also ein bisschen Vorweihnachtszeit, dachte ich, passt ganz gut. Hier so Schnee und Steine, ist eigentlich immer gut getarnt, ja. Gut, das ist eigentlich hier das Gefährlichste, ich denke mal, deren Zehner, ne, sind die gefährlichsten, gerade deren Platoon. Ja. Sollten wir gucken, wenn wir die fokussen können, dass wir die da irgendwie rausnehmen. Also willst du rechts pieken, dann pieke ich links, oder willst du links, dann kann, also ich denke, so ein Crossfire wäre halt top. Ja. Dann geht hoch aber, und dann fahre ich rechts. Alles klar. Okay, SDB ist drüben, das heißt, deren Platoon ist sehr wahrscheinlich drüben auf der Seite. Ja, das ist natürlich krass gut für uns, weil dann können wir hier diese ganzen Achter schon mal ernten. Okay. Gar niemand. Du siehst direkt bis runter, ne? Ja, okay. Ach, ich verschieße natürlich, Algo. Ist 3 fällt oben auf diesen Sniper-Hügel. Irgendwas verpasst. Kann ich geben? Ja, gut. IS-3 steht noch. Hä? Da unten steht noch eine IS-3 mit Stockgun. Oder hat die mich von oben gegeben? Ich glaube von oben. Okay, hinter uns sind 3. Pass auf, hinter uns? Ja, ich drehe mich schon mal mit um und ich komme mit ran, weil hinter uns ist erstmal. Oder die Heavys da unten sind erstmal irrelevant. Ich komme mit ran. Und dann denke ich, wir müssen aufpassen, ne? Weil die Mediums halt von hinten noch mit reinschießen können, ne? Und wir müssen Algo eigentlich gleich wieder zurück zur Base fahren. Siehst du das? Schade, es lief nicht so ganz, wie wir das, oder wie ich mir das erhofft habe. Nee. Der 54er will es, aber wissen hier, du. Ja, gut. Dann, Algo, lass gleich zurück, guck mal. Die sind schon an unserer Base. Ja. Mach deinen Clip noch und dann... Ich bin reload, ich weg. Komm mal mit. 91, dann kommt der STB mit. Oh, da kommt gut Holz. Da kommt jetzt richtig gut was, ja. Aber guck mal, unser EBR macht das top, ne? Lässt sich auch zurückfallen. Willst du dich auf die Position hier oben irgendwie, wir brauchen die rechte Seite irgendwas. Weil wenn wir sonst nur so frontal stehen, ist kritisch. Kann man sich da mal machen? Kann man da in Deckung stehen? Ich hoffe. Hier gibt's Steine, ja. Dann mach ich das hier mal. Gibt's Steine. Ich war vorne, spotte mit dem EBR zusammen. Dann machen wir die. Wenn Glück haben, sind die anderen noch ein bisschen langsamer. Die Heavys könnten noch nicht da sein. Hast du auf irgendwas aim? K90 Track? Ja. K90 Street Track? Reload? SCB Track? 20. Ich hab auch Reload. TVP 30 Sekunden. Also, 30 Sekunden Cap, TVP 200 OP. Sollte alles Gucci sein, Algo. Wir sind auf jeden Fall nachgeladen bis dahin. Ich komme mit dran jetzt. Top. Muss halt den ersten Peak, den ersten Reset musst du bringen, weil hast mehr HP und ich hab noch Reload. Ich sollte den TVP direkt haben. Ich track ihn nur, aber alles gut. Hab ihn. Ich hab noch 2 Schuss. 2 Mann wieder im Cap. Heavy könnte der EBR. Alles gut. Ich bieg von links. Oh. Ja, oh, Vorsicht. Du musst den Decap. Decap hab ich. Alles entspannt, Mina. Reload. Bin wieder im Reload. Wir haben noch zwei Support-Bots da. Ich hab ihn nicht gekillt. Den STB. Schade. So, Umsicht ist jetzt das A und O. Hinter Stein erstmal safe bleiben, warten, Situation, die Leute sollen rankommen. Wir laden überhaupt kein Druck hier, ne? Wir haben Zeit, alle Zeit der Welt. Wirklich, alle Zeit Okay, ich zieh Welt. Wieder von... Oh, hat EBR? Der EBR macht ein Ding, ich habe noch 3 Sekunden. Ich krieg ihn. Gut gemacht, 2 wunderbar. Schuss hab ich noch. AMX hat auf mich. Ja, das Skorpion nimmt mich ab, ich kann nicht rausfahren. Mhm. Ich bin Reload, 20 Sekunden, hab 400 OP. Kannst du den AMX klippen, wenn er zu mir kommt? Mach ich. Mhm. Ich zieh jetzt nach vorne. Gut, jetzt kannst du ihn geben. Hat geschossen, jetzt holen wir. Hab ihn. Lecker. Hat der Skorpion geschossen, weißt du das? Nee, ich glaube noch nicht. Er aimt hier durch die Lücke durch. War nach vorne, hab noch 3. Jetzt hat er geschossen. Ja. Wir haben ihn bevor er hier nachgeladen. Und das 257 fehlt noch, ich wollte es gerade sagen, ja. Ich nehme den Scope. Oder okay, so. Oh, der ist... Oh, ich bin halt 100. Wie viel hast du? 4. Ich nehme den Schuss, ich habe noch einen drin. Ja, ist okay. Wenn 4. er mich highrollt, dann highrollt er mich. Versuchen wir hier den Schuss zu fangen von ihm. Hat geschossen, gib ihm. Oh, hoppala. Wir haben sonst auch den IS-3 hinter uns. Der macht ihn. Ach, Algo. Algo, da müssen wir nochmal hier... Da müssen wir nochmal in die Aim-Schule. Nochmal, wie penne ich Metapanzer. Aber er stand auch gut gewinkelt, ne? So leicht schräg, leicht nach oben. Ja. Der
ist nicht. Hätte nicht der den letzten Winkel in die untere Wanne reingeben sollen. Aber es war gewonnen, 15-2. Auch wieder so ein schnelles Game. Trotzdem, aber trotzdem schöne Runde hier. War eine schöne Runde, ja. Zur Sache. Ja. War mal cool. Nicht das, was wir erwartet hatten, sondern man war komplett nicht so gespielt und trotzdem relativ souverän drauf reagiert. Auch mega geiler Call. Zurückfahren, zurückziehen und dann dort einfach wieder aufgebaut. Top. Ist halt immer wichtig, ne? Man kann sich am Anfang jeden Plan der Welt machen, aber der bringt halt, der beste Plan bringt nichts, wenn du nicht entsprechend reagieren kannst im Gefecht. Deshalb immer wichtig, dann auf die Situation halt eingehen. Ja, und das war eigentlich an sich die perfekte Gelegenheit für den TVP, weil du fährst um eine Ecke, meistens nur ein, zwei Gegner, fängst dir die Schüsse und haust einen kompletten Clip raus, hast Zeit zum Nachladen und machst das gleiche wieder. Das ist schon. Ja. Und vor allem, wenn die Gegner den einen Team hin pushen, ist der andere schon wieder nachgeladen. Wie jetzt bei der Situation mit dem AMX, der pusht uns, also vielmehr mich. Und ich sag alles klar, ich pieke vorne raus, damit er zu mir guckt. Und dann gehst du auf, er muss zu dir gucken und brrp, tot. Der arme K91, ey. Der hat die volle Doppelladung gekriegt. 0-0-0, der war auch der Arme. Nice, Mann. Geile Runde, hat Spaß gemacht. Jo, Freunde, ich hoffe, auf jeden Mann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen lieben Dank, Mailand, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir das Video aufzunehmen. Sehr gerne, danke, Mann. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, ja, schreibt gerne einen Kommentar, lasst vielleicht ein Like da, wir würden uns freuen und schaut auf jeden Fall bei Mailand vorbei, wer den nicht kennt, ich wiederhole es immer wieder gerne, hat was verpasst in World of Tanks, ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, Kakao.